Wenn der Mond kommt, geh hinaus in den Schnee. Eine Sendung zum 5. Todestag des Dichters Hans-Jürgen Döring am 29. April 2022. Mitwirkende: Christine Lieberknecht, CDU-Politikerin und ehemalige Ministerpräsidentin des Freistaats Thüringen, Mechthild Wolf, SPD-Politikerin und langjährige Büroleiterin des SPD-Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Döring, die Schriftsteller und Journalisten Landolf Scherzer und Frank Willitsch, Jens Fiedje-Dwars, Ausstellungs- und Filmemacher, Essayist, Herausgeber und Chefredakteur der Literaturzeitschrift Palmbaum, Martin Straub, Germanist, Literaturwissenschaftler und Ehrenvorsitzender des Lesezeichen e.V. Jena, Christoph Schmitz-Scholemann, Bundesrichter AD, Schriftsteller und langjähriger Vorsitzender des Thüringer Literaturrates. Moderation: Jens Kirsten. Als der Dichter und Politiker Hans-Jürgen Döring vor 5 Jahren starb, war das nicht nur ein großer Verlust für seine Angehörigen, Freunde, Schriftsteller, Kollegen und Weggefährten, sondern auch für die Thüringer Kultur. Aus Anlass seines 5. Todestages spreche ich mit einigen seiner Weggefährten über den Dichter, Politiker, Literatur- und Kulturvermittler, der die Thüringer Kulturszene von 1990 an über ein Vierteljahrhundert bereichert, geprägt und gefördert hat. Im Studio begrüße ich Mechthild Wolf, Jens Fiedje-Dwars, Frank Willitsch, Martin Straub und Christoph Schmitz-Scholemann. Mit Christine Lieberknecht und Landolf Scherzer, die heute nicht anwesend sein können, sprach ich vor der Sendung, in der auch der Dichter Hans-Jürgen Döring zu Wort kommen wird. Seufzer. Tief unter Meer deiner Augen ein sanfter Regen, verschlepptes Lavendelblau. Wie deine Worte über meine Haut streichen, als ständest du nackt im Wind und hofftest auf ein Zeichen. Zwischen Text und Deutung. Auf der Abraumhalde bringe ich meinen Schatten zum Tanzen, genieße die Erhabenheit des Himmels im Großen und Ganzen. O Gnade der Götter, ich sollte euch loben, denn unten bleibt unten und oben bleibt oben. Martin, du hast dich intensiv mit den Gedichten von Hans-Jürgen Döring beschäftigt. Doch bevor wir auf seine Dichtung zu sprechen kommen, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern ein paar Stichworte zu Hans-Jürgen Dörings Biografie geben? Naja, man muss natürlich erstmal erzählen, dass er 1951 in Magdeburg geboren ist, wurde und er die Magdeburger Dialekt, wenn man von einem Magdeburger Dialekt sprechen kann, den hört man immer noch ein bisschen raus bei ihm. Das durfte man ihm bloß nicht so sagen, aber man hat ihn gehört. Und es gibt, finde ich, also in seinem Leben schon eine Konstante, das ist dass der frühe Beginn mit dem Schreiben. Er hat ja schon während des Studiums geschrieben. Er war bei den Poetenseminaren, er war mit Jürgen Fuchs befreundet. Er ist ja dort mal aus dem einen Poetenseminar rausgeflogen, weil man sich da geweigert hat, irgendwelche politische im Dienst Lyrik zu schreiben. Und er ist dann nach dem Studium Deutsch-Sport Lehrer in Hundeshagen geworden, war dann nach der Wende Schulleiter und ist dann, er war Mitbegründer der SPD im Eichsfeld, in die eine politische Laufbahn eingetreten. Er ist ja immerhin von 1990 an im Thüringer Landtag gewesen, muss man sich mal vorstellen. Und er hat also, glaube ich, sein politisches Amt als bildungs- und medienpolitischer Sprecher in der SPD sehr ernst genommen. Aber er hatte einen Vorzug, fand ich immer wieder, dass er sozusagen über den Tellerrand der Partei hinausgeschaut hat und eigentlich immer, wenn es um Thüringer Literatur und Kultur ging, mit anderen Leuten Verbindung gesucht hat, mit denen er bestimmte Dinge durchsetzen könnte. Für mich war wichtig, dass Hans-Jürgen Döring in seiner Landtagszeit 2 Dinge vor allem mitbefördert hat. Das war das Projektmanagerprogramm. Das haben wir eigentlich vor allem seinem
großen Bemühen zu verdanken, denn mit diesem Programm war man durchaus nicht überall einverstanden. Und ich glaube, das ist eines der effizienten kulturpolitischen Taten, die Thüringen sich geleistet hat, dieses Projektmanager-Programm zu haben. Und er hat natürlich auch daran gearbeitet, dass die Literaturstipendien, das Gerlach-Stipendium, der Thüringer Literaturpreis, dass diese Sachen mit sehr ernsthaft betrieben wurden. Und davon zehren wir ja jetzt noch. Er war ein immer aktiver und neugieriger Mann, fand ich. Für mich ist immer, und damit will ich schließen, bei Hans-Jürgens Begegnung ist mir immer erinnerlich, er war schon von Weitem zu hören. Wenn Hans-Jürgen, ehe er die Türe machte, kam schon ein typisch thüringisches Lachen, so es kräht der Hahn, könnte man sagen. Er krähte immer ein bisschen und unterhielt sich und war eigentlich glücklich, in der Geselligkeit zu sein. Ja, ich meine, er hat sein Dichten und seine Politik durchaus als etwas begriffen, was zusammengehört, was sich nicht in seinen Gedichten niederschlägt. Aber er hat, glaube ich, sehr genossen die Zusammenkünfte mit den Literaturfreunden, die Manuskriptwanderung und vieles andere, was da vom Schriftstellerverband veranstaltet wurde, in Szene gesetzt wurde. Also da war er glücklich und ich finde eben auch im Nachhinein nochmal, wir haben dem Hans-Jürgen in dieser Hinsicht sehr, sehr viel zu verdanken. Ja, da können wir sicher gleich nochmal zu kommen. Was mir noch gerade eingefallen ist, was den Sport betrifft, ich habe gelegentlich moderiert und ihn vorgestellt. Ich habe immer gesagt, er ist der schnellste Dichter Deutschlands, denn er lief die 100 Meter unter 11 Sekunden, was man von Enzensberger, also heute jedenfalls nicht mehr sagen kann. Nein. Landolf, wann bist du Hans-Jürgen Döring das erste Mal begegnet? Ich habe irgendwann den Landtag begleitet, ein Jahr lang, war dort, deswegen heißt das Preis das Buch der Letzte, ich war dort der letzte Korrespondent, der sich anmeldete, es war das Wahljahr. Und dort habe ich ein Jahr lang den Landtag begleitet und alles aufgeschrieben, was ich dort gesehen habe. Habe Gespräche mit denen gemacht und deswegen kommt jetzt auch diese kurze Stelle aus dem Landtag. Ja? Das würde ich einfach jetzt mal lesen. Die Sitzung leitet inzwischen der Vizepräsident des Landtags, ein kleiner, schnauzbärtiger, ein bisschen traurig, so sieht man es von oben aus, dreinblickender Mann. Vor 3 Jahren hatte ich ihn beim Walter-Werner-Lyrik-Wettbewerb in Meiningen wohl schon einmal gesehen. Ein Nachwuchsdichter mit forschem Schnauzbart, unbändig nach allen Seiten abstehenden kurzen Haaren und einer Nickelbrille. Er hatte einen der 700 D-Mark-Preise für die besten Gedichte auf Walter Werner erhalten. Ich durfte sie ihn überreichen. Als ich am nächsten Morgen sehr zeitig nach Erfurt fuhr, stieg dieser Lyrik-Preisträger in Erfurt aus dem letzten Wagen des Meininger Zuges. Ich tippte wegen der Jeans und des Parka auf Student, klopfte ihn auf die Schulter und fragte spottend, hast die 100 Merker hoffentlich nicht auf einmal heute Nacht versoffen? Er guckte sehr verstört. Studierst du in Erfurt? Fragte ich. Nein. Was machst du dann? Er schaute mich sehr lange an, bevor er sagte, das, was ich mache, ist eigentlich kein richtiger Beruf. Doch so ein asozialer Dichter, dachte ich. Sprach es aber nicht aus, sondern provozierte. Wohl beim BND? Da blieb er stehen. Nein, ich bin SPD-Landtagsabgeordneter. Vom Beruf Lehrer und dem Thüringer Landtag Vorsitzender des Bildungsausschusses.
Nach dieser Bemerkung stotterte ich und entschuldigte mich. Bevor er die Straßenbahn einstieg, sagte er: Kannst du aber trotzdem weiter du zu mir sagen. Nun habe ich Hemmung, den Vizepräsidenten Hans-Jürgen Döring immer noch mit Schnauzer und immer noch mit unbändig nach allen Seiten abstehenden kurzen Haaren mit du anzureden. Er trägt unter dem Anzug jetzt eine Weste. Schließlich frage ich ihn, ob er noch Gedichte schreibt. Er nickt und nimmt die Mappe, die vorne auf dem Präsidententisch lag und aus der er gerade Verordnung und Langdrucksachen zitiert hatte, blätterte darin und gibt mir ein Blatt mit 7 Zeilen. Was er übrigens, das steht jetzt nicht hier, aber ich kann es dir jetzt vom Volk sagen, was er dann anschließend auf dem Flur der SPD-Fraktion des Landtages angepinnt hat. Zustand. Hin und wieder steife Glieder, schlechte Wetter, leere Blätter, beständig besoffen, hoffen und hoffen. Das war die Reaktion auf die Landtagsmisere der SPD damals auch. Und vielleicht noch, um den Unterschied zu zeigen, das Gedicht, mit dem er damals gewonnen hatte, den Lyrikpreis: Belangloser Ort, hier sitzen und sitzen und warten, geduldig abschnurren lassen die Zeit. Nur noch Zement, festgetreten und Schotter, grauer auf meiner Netzhaut ein sichtbarer Riss. Rotfleckige Äpfel verfaulen im Gras, farblose Fetzen flattern im Wind. Das ist damals dieses Gedicht, wo aber auch er schon Landtagsabgeordneter war und wo schon diese Belanglosigkeit und diese Zementierung der Dinge bei ihm im Hinterkopf waren. Und er im Garten von Walter Werner, der eben ähnlich wie hier so ein Refugium hatte. Diese kleine Hütte. Ja, die kleine Hütte dort. Und wo beides schon miteinander verschmolzen. Der Lyriker und der Politiker, der eben damals schon war. Also das war so meine erste Begegnung mit ihm. Frau Wolf, ab wann haben Sie mit Hans-Jürgen Döring gearbeitet und wie war die Zusammenarbeit mit ihm? Also er bat mich 1997, als ich nach einer für mich sehr schweren Krankheit, als Lehrer konnte ich nicht mehr arbeiten, das war eigentlich mein Beruf, kam er auf mich zu und fragte, ob ich denn mir vorstellen könnte, seine Büroleiterin zu sein, was ich mir zunächst erstmal gar nicht vorstellen konnte, überhaupt nicht. Dann aber von allen Seiten bedrängt gesagt habe, okay, das wage ich jetzt. Und so war ich dann ab 1998 in seinem Büro, habe das Büro im Eichsfeld geleitet und ich muss sagen, es war sehr, sehr vielseitig. Ich habe also nicht nur da gesessen und habe irgendwas geschrieben oder gemacht, sondern er hat mich auch in Kunst und Kultur mit reingenommen, indem ich mit Martin und mit Frank oft telefoniert habe, mit ihm auch. Und das hat mich als Persönlichkeit auch ein Stück weitergebracht. Und in der Arbeit mit ihm, muss ich sagen, immer auf Augenhöhe. Also er hat nicht den Chef, was er ja hätte machen können, rausgekehrt, sondern immer auf Augenhöhe mit mir. Er war sehr mitfühlend. Wenn irgendetwas passierte, war er sehr mitfühlend. Konnte aber auch, und das muss ich jetzt einfach mal so sagen, spöttisch sein, bis hin zu auch zynischen Bemerkungen, wo ich aber versucht habe, ihn davon immer wieder auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Also das muss ich natürlich auch sagen. Aber für mich war er der beste Chef, den ich haben konnte. Frau Lieberknecht, als Politikerin und als Ministerpräsidentin des Freistaats Thüringen haben Sie den Kulturpolitiker der SPD, Hans-Jürgen Döring, gekannt und in seinem politischen Handeln erlebt. Was war Hans-Jürgen Döring für ein Politiker? Hans-Jürgen Döring war ein Urgestein des Thüringer Landtages, wenn ich das so sagen darf. Er war Mann der ersten Stunde. Er hat dem Thüringer Landtag insgesamt 24 Jahre lang angehört. Von diesen 24 Jahren war ich zweimal mit ihm
in einer Koalition, CDU, SPD, 1994 bis 1999 und dann noch einmal von 2009 bis 2014. Die anderen Jahre standen wir uns als Regierungsmehrheitspartei und Hans-Jürgen Döring als Opposition gegenüber. Das hat aber eigentlich für unser Verhältnis nie eine Rolle gespielt. Denn es gab diese klassischen Politikermechanismen, die waren Hans-Jürgen Döring wirklich fremd. Hans-Jürgen Döring war eher ein Politiker, der sich auf den leisen Feldern bewegte. In der Kultur, in der Bildung, auch Medienpolitik waren so seine Metiers. Diese harten Felder von Politik, wo sehr viele rein machtpolitisch orientiert sind, im Bereich der Innenpolitik, im Bereich der Finanz und Wirtschaft, das war Hans-Jürgen Döring wirklich fremd. Er hat dann auch einige Jahre als Vizepräsident des Thüringer Landtages vom Präsidium aus die politische Kultur des Landtages durchaus mit prägen können. Und da spürte man schon, wie ihm ja, so leeres Wortgedröhn wirklich zuwider lief, sondern er liebte es auch durchaus, seine literarischen Kenntnisse in Reden, auch in die Moderation mit einzustreuen. Und er konnte an einer Sache aber auch ein leidenschaftlicher Kämpfer sein. Er hat etwas durchgesetzt, hauptsächlich war er das, mit einigen anderen zusammen, was bis heute gilt, nämlich die Adresse des Thüringer Landtages, Jürgen-Fuchs-Straße 1. Diese Namensgebung dieser neuen Straße am neuen Haupteingang, damals neuen Haupteingang des Thüringer Landtages, das war ja nicht unumstritten. Es gab einige, insbesondere von der damaligen PDS, die konnten ja mit Jürgen Fuchs wenig anfangen. Da schieden sie schon die Geister. Aber ich war damals ja auch Landtagspräsidentin, deswegen habe ich das hautnah mitverfolgt, auch unterstützt. War es Hans-Jürgen Döring, der auf mich zukam und dann auch mit der Witwe von Jürgen Fuchs, der Lilo Fuchs, deutlich machte, das Vermächtnis, das müssen wir hier wirklich allen immer wieder ins Stammbuch schreiben. Das muss die Adresse des Thüringer Landtages werden und das haben wir dann ja auch gemacht. Frank, wie hast du Hans-Jürgen kennengelernt und was verband dich mit ihm? Also wie ich ihn kennengelernt habe, weiß ich nicht mehr. Er war eigentlich immer da. Also ja, von einem Tag zum anderen war er immer da. Und als Schnellläufer habe ich ihn nicht erlebt. Aber bei vielen Wanderungen, da lief er eigentlich mehr hinterher, weil er auch den schwersten Rucksack hatte nach Landolf. Und warum? Weil er war eine Frohnatur. Also über das Lachen wurde jetzt schon viel erzählt. Er hat auch dem guten Schnaps zugesprochen. Er hatte immer die gute Eichsfelder Wurst im Rucksack. Und er war auch sonst ein Genussmensch, also geistige Genüsse wie auch andere. Und er war auf keinesfalls war er engelgleich, obwohl er ja Engel gesammelt hat in Bildern und Figuren und so weiter. Ja, er war der Einzige, jetzt kommt was Besonderes, der einzige Landtagsabgeordnete in Thüringen, mit dem ich mich über DDR-Rockmusik unterhalten konnte. Also er kannte Renft und er kannte also Silly, Gundermann, alle persönlich, wie ich auch. Und immer wenn wir uns getroffen haben, konnten wir eben ohne großen Anlauf über solche Dinge sprechen. Anderen Landtagsabgeordneten hätte man vielleicht die Namen erklären müssen und die hätten es immer noch nicht verstanden. Bei ihm war man sofort, ich will nicht sagen Augenhöhe, ist ja Quatsch, sondern man war auf einer Ebene, auf einer Wellenlänge, genau, also akustisch und so. Aber ich will eigentlich jetzt weniger von mir reden. Ich wollte ganz gerne mal sagen, wie Matthias Biskupek, also auch ein TLQ-Mitglied. Wir kommen noch auf das TLQ zu sprechen dann. Ja, ne? Gut. Aber der gehörte dazu. Ich will mal von Matthias vorlesen, wie er die Todesnachricht erhalten hat. Das habe ich in seinem Online-Tagebuch gefunden. Und ich finde, er beschreibt ihn da auch sehr gut. Und da er selber heute nicht mal hier dabei sein kann, würde ich das mal vortragen. Ja, sehr gern, bitte. Gestern im Zug zwischen Dortmund und Soest erreicht mich die schlimme Nachricht. Hans-Jürgen ist plötzlich verstorben. Lungenembolie. Vor einer Woche bei der Lesezeichenversammlung lachte er noch, wie immer charakteristisch, krähend. Am 3. Juni wäre er 66 geworden, eine Woche später
wollten wir zusammen in Ranis auftreten. Wir kannten uns seit Jahren, seit Jahrzehnten. An der Pädagogischen Hochschule Magdeburg studierte er Deutsch und Sport. Ich war Student an der Technischen Hochschule. Bei einem Gedichtwettbewerb bekam er damals den ersten Preis, ich den dritten. Ich hatte das vergessen, als wir uns nach 1989 in Thüringen wieder trafen. Er meinte, ich fand deinen Text viel besser als meinen. So war Hans-Jürgen. Neidlos, kameradschaftlich, aufmerksam. Und vielleicht darf ich das jetzt noch anfügen. Du kannst auch gerne noch mal eine Zwischenfrage stellen, aber ich würde gerne anfügen. Ich selber rede ja ungern über die Zeitungsgruppe Thüringen, der ich 30 Jahre angehört habe. Aber da gibt es auch im Online-Tagebuch von Matthias immer mal weniger Lob, mehr deftige Kritik. Vor allem, wenn es Druckfehler ging, aber auch um inhaltliche Fehler. Aber eins fand er erstmal sehr gut, dass unter einem Chefredakteur der Thüringer Allgemein eine Zeit lang Gedichte als Leserbriefe gedruckt wurden. Also es war sozusagen eine Öffnung zum Volk hin. Und dann kamen natürlich die Volksgedichte rauschend daher und wurden auch, ohne dass mal ein Dichter drüber geguckt hätte, so abgedruckt. Und das ging dann Matthias Biskupek gegen Strich und Hans-Jürgen Döring noch viel mehr. Und er hat daraufhin ein Gedicht veröffentlicht, weil er diesen Kitsch, der da gedruckt wurde, nicht mehr ertragen konnte. Und verantwortlich für diesen Kitsch war ja, darf ich jetzt sagen, der damalige Chefredakteur Raue. Und Hans-Jürgen hat ein, das hätte ich nie gewagt, sowas, aber als Landtagsabgeordneter darf man sich das wahrscheinlich erlauben. Er hat dann ein Gedicht geschrieben, das ist auch in seinem Band erschienen. Das heißt Raues Sonett. Lasst uns zur Leserseite eilen, heile Welt im Seelenhauch, wahrlich brav getroffene Zeilen gehen durch Mark und Reim und Bauch. Die Bratwurst ruft, es rauscht die allgemeine Daseinsermattung, nein, das kennt hier keiner. Der Sprachliebhaber wartet tief im Schleime, Thüringer Wald und Marmeladeneimer. Mit Göttergnade tümlich so zu wander, traumtrunken bleibt das Blatt der Scholle trü. Eh wir verirren uns in den Mäandern, ein letzter Ruf, ein letzter Blick, ahoi! O raue Welt des schlechten Geschmacks, Herr, wirf Hirn vom Himmel, Klacks. Ja, da muss ich was zu sagen. Das Gedicht ist natürlich toll. Das hatte allerdings, und das muss man zur Ehrenrettung der Thüringer Allgemeine und auch von Raue sagen, einen wunderbaren Effekt. Es hat nämlich letztlich dazu geführt, dass kurz danach die Thüringer Anthologie startete, wo wir 3 Jahre lang als Thüringer Literaturrat Thüringen Gedichte irgendwie mit Thüringen Bezug hatten, die immer kommentiert war von jemandem, der sich entweder beruflich oder einfach privat für Lyrik interessierte. Und insofern war das ein Weckruf und hat also zu etwas sehr Schönem geführt, was es, glaube ich, in der Welt der deutschen Regionalzeitungen nicht noch einmal gegeben hat und auch bis heute nicht gibt. Das war ein tolles Projekt. Ja. Und wenn der jetzige Chefredakteur, wie ja sehr wahrscheinlich, gerade uns zuhört, dann würde ich sagen, Herr Quilitsch hört jetzt mal weg. Aber ich kann das ja frei sagen, da ich da nicht in Lohn und Brot stehe. Ich finde, das könnte man gerne nochmal neu auflegen. Es gibt genug Gedichte und genug Leute, die sich darüber freuen würden. Also da ich all diese Gedichte für die Zeitung redigiert habe und die Begleittexte auch einkürzen musste, weil sich ja die Dichter nie so richtig dran halten können. Sie waren das also? Alles war ich, ja. Okay. Kenne ich dieses Projekt und ich schätze es auch sehr hoch ein. Ich wollte nur mal sagen, auch Hans-Jürgen, ich weiß nicht, ob es ein Gespräch gegeben hat zwischen Paul Doch, hat das, hat er Paul, gesagt. Ja, und ihm, dann hat es wirklich was bewirkt. Und das ist ja das, was er kann. Er kann auf die Leute zugehen. Er, also erst schreibt er so eine Polemik
Und ja, dann hat er aber auch keine Angst, dem ins Gesicht zu schauen und drüber zu reden und was Gutes zu bewirken. Das hat es wirklich. Aber mit Verlaub, wenn ein normaler Schriftsteller mit solch einer Bitte an den Chefredakteur herangegangen wäre, wäre er schlechthin abgeblitzt. Das kann gut sein, aber dafür braucht man ja Politiker und gerade solche, die ein bisschen Mut haben und die das Ohr offen haben und auch Geschmack und Verstand haben, dass die sich dessen annehmen. So ist die Welt und jemanden zu finden wie Hans-Jürgen, der das gemacht hat für dieses ja eigentlich Minderheitenprogramm Lyrik, diesen Mut zu haben, das finde ich toll und ich wüsste jedenfalls gegenwärtig kaum einen Politiker, von dem ich erwarten würde oder auch nur hoffen würde, dass er sowas machen würde. Das glaube ich kaum. Paul-Josef Rauer schrieb mir 2017, wir hatten ihn gebeten um einen Text zum Thema Wandern, da gab es ein Begleitprogramm zu einer Ausstellung in Eisenach. Rückblickend war die Thüringer Anthologie mein schönstes Projekt bei der Zeitung überhaupt. Das ist wieder so ein Punkt, wo ich nicht mit ihm einverstanden war, muss ich sagen. Er zeigte mir das Gedicht und ich sagte, Hans-Jürgen, ich finde es nicht so gut. Du musst davon ausgehen, ihr könnt doch später... Das geht doch vorbei, das wird doch nicht 100 Jahre, diese Gedichte abgedruckt werden. Dann könnt ihr doch an ihn rantreten und sagen, nu ist mal gut, ne, mit diesen Gedichten. Aber das jetzt zu veröffentlichen, und das ist ja mit dem Schleim und was weiß ich, ich muss ehrlich sagen, für die kleinen Leute, die sich da hingesetzt haben und haben diese Gedichte aus Liebe zu ihrem Thüringen geschrieben, mein Gott. Ja. Ich empfehle, gut, wenn man jetzt die Position sieht, aber das war wie auch bei seinen Bittenreden, manchmal muss ich streichen. Ich sage, also ich so finde, kannst du nicht. Ich finde, Leute, das kann man aushalten, Kunst kann man aushalten. Ach, ja. Und aber da sollte man auch keine Grenzen setzen. Was heißt die kleine und große Leute? Nee, Frau Wolf, da würde ich Ihnen auch recht geben, denn ich glaube, wir sind als Literaturfreunde, leben wir ziemlich in einer Blase. Genau. Und wenn man einen Bäckermeister fragt, was er für ein Gedicht hält, dann würde er genau diese Sorte gut finden. Genau. Und da hat er auch ein Recht zu, finde ich, empfinden. Wenn Sie ihm etwas vorlesen, manches von den modernen Sachen, dann würde er wahrscheinlich sagen, das ist doch überhaupt kein Gedicht, das reimt sich ja nicht mal. Was will mir der Dichter denn damit sagen? Ja, und von daher finde ich auch, das war sicher kritisch, was er gemacht hat, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, es war ein Weckruf und das hat dann funktioniert und den Mut zu haben, sich auch unpopulär zu machen und damit was zu erreichen. Ja, wir haben in hier die Bäckerei Konditorei Bernhard Schulze, reicht mir gerade Jens Kirsten einen Aufkleber, der auch mit einem Reim verbunden ist. Und das heißt, selbst Goethe in der Fürstengruft wird wach durch Schulzes Brötchenduft. Also ja, auch ein gar nichts dagegen, ist wunderbar, kann er in seinem Laden hinstellen, toll, würde ich sofort meine Brötchen kaufen. Aber wenn jetzt die Presse kommt und darüber eine ganze Seite schreibt oder eine halbe Seite, während der neue Gedichtband eines professionellen Lyrikers bestenfalls einen kleinen, ich habe den Fachausdruck dafür gar nicht, also eine kleine Spalte bekommt, dann ist es das, was mich erregt. Aber das ist jetzt natürlich ein ganz anderes Problem, was wir damit aufmachen und gehört hier nicht unmittelbar da hinein. Aber wir schlagen jetzt vielleicht wieder einen Bogen zurück zum Lyriker. Aber ich will mal noch mal was dazu sagen. Ja. Ich glaube, das war ein Anstoß auch für eine ganz bestimmte Atmosphäre. Es gibt, glaube ich, nicht so schnell noch ein Bundesland, wo so viel Lyrik geschrieben und gefördert wird, wie hier in Thüringen. Mit sehr vielen Werkstätten, mit sehr vielen unterschiedlichen Talenten. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, die für Hans-Jürgen Döring ein großes Anliegen war, nämlich sozusagen die Dinge in der Breite zu fördern. Nicht? Ja. Also alle Leute, die jetzt so
doch schon deutschlandweit und über den deutschsprachigen Raum bekannt sind, wie Daniela Danz oder Nancy Hünger. Oder die, Peter Neumann. Oder Peter Neumann. Das ruht auf dieser Atmosphäre, die da war, ob in Jena oder Ranis. Also das ist eben, glaube ich, ein ganz wichtiges Verdienst auch von Hans-Jürgen Dörings Wirken. Ja, und da möchte ich dir nochmal ausdrücklich recht geben. Und gerade dieses, die Methode, das mit Projektmanagern zu machen und die Hierarchien flach zu halten und breit im Land überall Projektmanager einzusetzen, die dann das ungeheure Potenzial an freiwilliger Arbeit heben und unterstützen. Das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal in Thüringen. Und da ist tatsächlich Hans-Jürgen, der sich oft genug auch für einzelne kleine Vereine, sogar für einzelne Leute. Ja, ja. Also ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich weiß, dass ohne sein sehr entschiedenes Eintreten, auch im Ministerium und auch im Landtag, mancher in der Zwischenzeit seinen Job losgeworden wäre. Da hat er sich ganz gezielt eingesetzt. Und das, muss ich sagen, das kenne ich von keinem Politiker, dass das so gemacht worden ist. Denn das sind ja alles, muss man sagen, wenn man als Politiker populär werden will, dann geht man zu Fußballspielen und zu Karnevalsumzügen und zu sonst was. Aber dass man sich in diese kleine Welt der Kultur begibt und sich da einsetzt mit so viel Engagement, wie er das gemacht hat, das ist wirklich hoch anerkennenswert. Also charakterlich würde ich das in einem Satz zusammenfassen. Ja? Also er hat den Spagat zwischen Poesie und Politik immer wieder praktiziert, versucht und praktiziert. Also er war als Parteipolitiker sicher sehr diszipliniert, aber als Dichter hat er aus seinem Herz keine Mördergrube gemacht. Und genau. Das zeichnet ihn aus. Jens Wiethe, du hast die Gedichte Hans-Jürgen Dörings herausgegeben, 3 Bände, und die Bände künstlerisch gestaltet. Sein lyrisches Debüt Theatrum Mundi erschien 2007 in deiner Edition Ornament. Der zweite, Ins Meer gerufen, 2013 in der Weißen Reihe. Und aus dem Nachlass der von ihm vorbereitete Band Innere Reise, der dann 2017 posthum erschienen ist. Wie war die Zusammenarbeit mit dem Dichter Hans-Jürgen Döring? Was hat dich bewegt, seine Gedichte zu veröffentlichen? Und wie geht es dir, wenn du sie heute mit dem Abstand weniger Jahre, aber doch einiger, wieder liest? Fangen wir mit dem letzten an. Ich habe heute Morgen alle 3 Bände gelesen. Sie sind ja nicht allzu umfangreich, was ja Lyrik auch auszeichnen muss, dass sie konzentriertes Sprechen ist. Die große Dummheit von Adorno zu behaupten, nach Auschwitz dürfe man kein Gedicht mehr schreiben. Heiner Müller hat darauf sehr richtig geantwortet, man darf nur noch Gedichte schreiben, weil Gedichte sind konzentriertes Sprechen und kein Geschwätz. Und das Geschwätz ist es, was uns umbringt. Das war aber auch die Erfahrung von Hans-Jürgen, das Geschwätz der Politik. Und in seinen Gedichten wurde es dann deutlich, wie sehr ihm das zugesetzt hat. Wenn das vorhin vom Spagat die Rede ist, dann kann man es aber auch eine Zerreißung vielleicht nennen oder mindestens einen Riss, der hier zur Sprache kommt. Ich hatte meine schwarze Reihe, die Edition Ornament, begonnen mit Gisela Kraft und er mochte da gerne einen Band darin, sagte, ja, diese 33 Gedichte, die ich von Gisela brachte, das wäre auch das, was er sich vorstellt. Wir haben dann das Konvolut seiner vorhandenen Gedichte, sind wir gemeinsam durchgegangen, haben abgewogen und dann ist dieser Band entstanden, der auch noch das große Glück hatte, ein Papier verwenden zu dürfen, das es heute nicht mehr gibt. Die Buchherstellung ist eine Katastrophe. Nicht nur, weil bestimmte Materialien einfach nicht mehr lieferbar sind. Es wird durch Chemie, man glaubt es nicht, das Papier immer weiter gestreckt und man spürt es, wenn man es in die Hände nimmt. Und dafür hatte er ein Gefühl, was ein gutes Buch ausmacht, dass man also das Papier spürt, die Bindung und das Bild und Text eine Balance haben. Zum Bild komme ich gleich. Ich darf ein Gedicht vielleicht eingangs kurz anlesen. Stand der Dinge. Auch ich spiele meine Rolle in den Gräben eisern. Wasche meine Hände in der Umarmung des Würgegriffs.
laufe der Stiefelspur nach über das welke Blatt Trümmerschutt im Brustkorb. Das ist natürlich nicht nur Zweifel, das ist eine tiefe auch Verzweiflung an der politischen Realität und an der Realität des Politischen. Dann gab es natürlich auch entgegengesetzte Gedichte, die sozusagen eine Selbstermutigung sind, das pralle Leben auszukosten, einmal noch, ehe wir zu Schatten verlöschen, einmal noch aufknallen auf den Planken des Lebens, Schritt für Schritt freilegen, das Spiel der Engel fiedeln und zimbeln, bis es uns zerreißt. Nun gut, ob die Engel fiebeln und zimbeln, mag ja in den Sternen stehen, vielleicht da, wo er dann mit sich selber auch den Frieden gemacht hat, gelingen ihm auch andere Texte. Und zwar ist ein sehr kurzes, sehr knappes: Wie deine Worte über meine Haut streichen, als stündest du nackt im Wind und hofftest auf ein Zeichen. Da muss ich gestehen, das sind mir die sympathischsten, die also nicht den Schmerz ausstellen, sondern tatsächlich suchen nach einer Einheit in sich selbst und im Gedicht. Durch dieses betont Melancholische hat dann auch der Illustrator, das war Walter Sachs, ein Weimarer Maler und Plastiker, großartiger, den hatte sich Hans-Jürgen gewünscht, und wir waren uns dann beide einig, ein bisschen müssen wir gegen die Melancholie doch etwas angehen, und dann haben wir als Vorsatzpapier hellrosa gewählt. Er hat es uns nicht übel genommen, sondern herzhaft darüber gelacht. Martin, du hast das Nachwort zum Band Ins Meer gerufen geschrieben, wie auch das Nachwort zum posthum erschienenen Band Innere Reise. Was zeichnet die Gedichte von Hans-Jürgen aus deiner Sicht aus? Vielleicht liest du für uns, was du zu seinen Gedichten geschrieben hast, aber du kannst auch gern was sagen und nicht lesen. Und du kannst natürlich auch gern einige Gedichte von ihm lesen, wenn du magst. Also für mich war das, ich finde das gut, was du sagst, mit dem bis zum Zerreißen gespannt. Hans-Jürgen hatte eine große Sehnsucht. Er hatte eine Sehnsucht nach einem sinnlichen, erfüllten Leben. Ja? In jeder Hinsicht. Es gibt bei ihm so diesen Satz, die Schicht des Lebendigen festhalten in den Knochenmühlen der Zeit. Er hat schon unter dieser Zeit gelitten, und das ist ja auch das Tragische bei seinem frühen Tod, dass er nun endlich gedacht hat, jetzt kann ich leben nochmal aus dem Vollen und schreiben. Nicht? Und diese Sehnsucht kennzeichnet seine Gedichte, an denen ich besonders auch die Knappheit liebe, auch die Pointiertheit und dass er doch sehr sorgsam mit den Metaphern umging. Wenn er merkte, hier kommt zu viel Pathos rein, wurde das nochmal gebrochen. Ja? Er hatte immer so ein kritisches Moment, was in dem Gedicht dann mehr und mehr von Strophe zu Strophe zum Vorschein kam. Und diese Sehnsucht nach erfüllter Sinnlichkeit ist natürlich auch verbunden mit einer Klage, dass das Leben nicht einlösen kann. Das hat er, glaube ich, sehr genau gemerkt und ist mit sich ziemlich auch kritisch dann zu Werke gegangen, dass da nicht alle Blütenträume reiften. Das will ich jetzt mal so stehen lassen. Und ich glaube, dass für ihn die Lyrik auch eine Art Sprachfindung ist. Eine Sprachfindung, die ihn zu sich selbst wieder führt und die ihn, denke ich, auch dazu gebracht hat, dieses Leben, so wie es ihm gegeben ist, was kein leichtes war für ihn, anzunehmen. Und insofern
habe ich seine Bände alle drei sehr gern gehabt. Und ich danke auch dem Jens Fiete hier ganz ausdrücklich, dass er diesen letzten Band, wo wir die Gedichte aus dem Nachlass rausgesucht haben, noch so rausgebracht hat. Das war kein leichtes Unterfangen. Und wir alle waren unter einem ganz eigenen Druck. Ne? Das ist, muss man schon sagen. Und ich habe viele Gedichte, die mir sehr gut gefallen. Also etwa dieses kathartische Moment, was er Wolf Kirsten widmet, wo es heißt, zartes Berühren, als wär's das erste Mal, enden und wieder Anfang spüren, im Winkel zwischen Schotter und Mühlstein, mit blutbefleckter Augenbinde, erst blind, dann sehend sein. Das zeigt nochmal das, was Hans-Jürgen nicht nur in Leben, sondern auch in Dichtung eigentlich ausmacht. Christoph, du warst viele Jahre Vorsitzender des Thüringer Literaturrates, bist heute noch im Vorstand aktiv und hast den Rat 2006 mit anderen gemeinsam aus der Taufe gehoben. Wie hast du Hans-Jürgen Döring erlebt und was hast du besonders an ihm geschätzt? Also das Erste war, er war immer da, wenn man ihn brauchte. Er ließ sich nie verleugnen. Man wurde niemals abgewimmelt. Man bekam immer eine Antwort. Wenn er nicht konnte, konnte er nicht. Aber dann hat man sich halt auf später verabredet. Aber es gab nicht diese Hinhaltetaktik, die man aus Ministerien so kennt, wo man irgendwelche Antworten bekommt, die kryptischer Natur sind und wo dann alles irgendwie versickert. Das gab es, habe ich jedenfalls bei ihm nie erlebt. Das Zweite war, dass er mir immer klar gesagt hat, was er dachte, auch wenn das nicht dasselbe war, was ich mir vorgestellt hatte. Also das war ein es gab klare Ansagen. Das Dritte war, wenn er konnte und überzeugt war, hat er auch geholfen. Er hat es dann nicht, wie ich das auch bei anderen Landtagsabgeordneten erlebt habe, dass sie irgendwas erzählt haben und gesagt, da kümmere ich mich drum. Sie haben in einer halben Stunde eine Nachricht und dann kam nie wieder was. Das gab es bei ihm nicht, sondern dann hat er geholfen und ich habe es ja eben schon mal erzählt, er hat sehr konkret geholfen, auch auf einzelne Personen bezogen. Das war ihm wichtig. Und dann das Vierte ist für mich, ich kam ja aus dem Westen 2001 und habe ihn, glaube ich, so 2003, 2004 kennengelernt. Und das Ulkige ist, dass ich mit ihm nie ein Wort über Ost-West-Fragen verbracht habe. Das lag möglicherweise daran, dass wir beide katholisch waren. Und ich würde sagen, er war kein Sozialist, kein Kapitalist, sondern Katholik. Und das habe ich bei mir auch so ungefähr, sodass wir uns auf der Ebene sehr gut verstanden haben. Auch ein, glaube ich, einigermaßen nahes Verhältnis oder ein einigermaßen gleiches Verständnis vom Katholizismus hatten, nämlich ein liberales Sozialkatholizismus war ganz wichtig, eine Großzügigkeit des Denkens und auch eine Üppigkeit, daher auch die vielen Bilder, die er hatte, die Engel und das alles, also die Freude an diesem Schmuck des Lebens. Interessant ist, wir haben oft telefoniert, auch manchmal sehr lange telefoniert. Und sehr oft hat sich Hans-Jürgen mit einem wunderbaren Wort verabschiedet. Das lautete nicht auf Wiedersehen oder guten Tag, sondern es lautete Halleluja. Landolf, du hast gemeinsam mit Matthias Biskupek, mit Hans-Jürgen Döring, mit Martin Straub und Frank Willitsch das Thüringer Literaturquintett gegründet. Wann war das und was stand hinter dieser Idee? Da kann ich natürlich jetzt dir nicht mit genauen Zahlen dienen, aber meine lieben Kollegen Frank Willitsch, Martin Straub, die noch im TLK mit mir sind, die werden dir das bestimmt ganz genau beantworten können. Also wir haben, ich glaube, so 15-jähriges Bestehen oder was, wir haben uns irgendwann in Hambach, Hambacher Fest, ja, dort oben, auf der, haben wir uns gegründet, richtig offiziell. Das war auch unsere erste Reise dorthin, Weingegend. Wir haben alle gerne Wein getrunken, Hans-Jürgen auch. Und dort haben wir uns gegründet als TLQ.
wo es auch, aber das kann ja wirklich Frank Willig sehr genau erzählen, wo es dann hinterher böse Kommentare in der Zeitung gab, dass wir nicht, damals gab es das Wort noch nicht, Genter-gemäß gehandelt haben, sondern 5 Schriftsteller sind das Thüringer literarische Quintett. So, also, ja, und keine einzige Frau aufgenommen. Das war also ganz schrecklich. Das ist uns erst hinterher durch die Presse bewusst geworden. Wir haben aber nie darunter gelitten. Wir 5 haben also uns auch so wohl gefühlt. Wir hatten ja unsere Frauen zu Hause. Und da muss man in dem Kreis nicht auch noch eine haben. Wir wollten also mal, Herrgott noch mal, es gibt auch so etwas wie Männerfreundschaften. Na klar. Genau, wie es Frauenfreundschaften gibt, wo ich nicht verlange, dass im Frauenkränzchen, die sich jedes Mal treffen, noch ein Mann dazwischen kommt. Und also so, auf diese Art und Weise haben wir uns damals gegründet. Das war also so eine sehr... Eine Idee lag dahinter. Und ich weiß nicht, Hans-Jürgen hat da auch ganz sehr mit dran gebastelt, an dieser sozialen Idee. Wir wollten nicht diesen Mainstream, den du ja durch deine Arbeit auch bedienen musst, indem du Autoren Honorare verschaffst. Ja, Herrgott, tun doch mal nicht so, als ob es nicht so wäre, dass auch viele Vereine eben davon leben, dass sie sich um die Autoren sorgen, egal ob man sich um die sorgen muss oder nicht und die dann dankbar sind, wenn sie ein Autor oder ein Stipendium oder anderes bekommen. So, das war damals der Mainstream, der da auch begonnen hatte und wir haben versucht, uns dagegen zu wehren. Wir haben gesagt, nee, wir setzen ein Zeichen. Wir machen mindestens 3 Lesungen zusammen, alle 5 im Jahr, gemeinsam, ohne Honorar, ohne dass wir dafür etwas verlangen, kein Pfennig. Und der Eintritt oder was jeder spenden will, von unserer Veranstaltung, kommt zugute Sozialbedürftigen, kulturell Sozialbedürftigen, ich meine Dorfbibliotheken beispielsweise, die keine Bücher hatten, oder auch Menschen, denen wir helfen wollten. Ob das zum Tode, ja leider sterbende Kinder in der Klinik waren, oder ob es waren Eltern waren, denen man ein rollstuhlgerechtes Haus mithelfen wollte zu bauen, weil ihr Kind im Rollstuhl saß. Und vieles. Also solche Projekte. Und das war der Sinn. Wir machen 4-5 Lesungen im Jahr unentgeltlich und spenden alles, was wir da haben, sozialen. Und damit etwas, deswegen sagte ich am Anfang, etwas gegen diesen Mainstream, alles muss bezahlt, alles hat sein Geld und ich brauche Geld und du brauchst Geld und ich brauche noch mehr Geld, sondern wir wollten damit auch ein soziales Zeichen setzen. Das war der Grund, weshalb wir das TKU gegründet haben. Und die ganze Jahre eingehalten haben, bis uns die, ich glaube, 2 wichtigsten Menschen dieses TKU, die nämlich die Literatur bestimmt haben, das war Hans-Jürgen mit seinen Gedichten. Das war eigentlich immer dann, wenn er las im TLQ, da war auf einmal Totenstille im Publikum. Bei Quillit natürlich, wenn er bei einer Badehose was vorgelesen hat, haben sie gelacht. Bei mir haben sie ab und zu auch mal. Und Martin hat dann seine Sentenzen dazugegeben, ja auch. Aber die poetische Stille setzte ein, wenn Hans-Jürgen las. Und so war dieses Quintett sehr, sehr gut besetzt und Zu dem noch Matthias Biskupek gehörte und der ja auch sein Lachen dann mit dazu gab. Nicht Hans-Jürgen seins. Hans-Jürgen hatte sein eigenes Lachen. Er lachte dann nämlich, wenn irgendjemand was. Aber Matthias hat das Lachen dann bei den Zuhörern erzeugt. Frank und Martin, könnt ihr das mit der Entstehung des TLQ noch ein wenig präzisieren? Und wie war das aus eurer Sicht mit dem Thüringer Literaturquintett? Hat euch das auf besondere Weise zusammengeschmiedet oder war es umgekehrt, dass die Freundschaft zueinander das Quintett hat entstehen lassen und beflügelt hat? Ja, ich würde sagen beides. Ja. Also wir haben uns gegenseitig beflügelt, wir waren schon befreundet, die Freundschaften haben sich noch vertieft. Wenn du sagst, oder wenn Landolf sagt, das ist 15 Jahre her, ich kann jetzt auch nicht mehr das genaue Datum aus dem Kopf sagen, aber ich hatte das Gefühl, wir waren damals schon ein Altmännerverein. Obwohl Landolf, glaube ich, und Martin waren damals jünger als ich jetzt. Aber so entwickelt sich das auch. Jetzt sind wir ein Alt-Alt-Männer-Verein, leider schon sehr stark reduziert. So ist es. Aber der Glaube und das Anliegen leben immer noch.
Und wir treten auch weiterhin auf, solange es uns körperlich und geistig noch wenn man's merkt. Möglich ist. Das musst du dann sagen, wenn man es merkt. Wir merken das ja dann nicht mehr. Und es ist so, dass also schon seit Jahren Hans-Jürgen immer mit dabei ist, ja, indem wir Gedichte von ihm vortragen. Und es ist jetzt so, dass auch Matthias Biskupek immer dabei ist, indem wir auch von ihm was vortragen. Ich will jetzt nicht sagen, wer der Nächste ist und wie, am Ende, wer dann übrig bleibt. Wir wissen ja, dass das nicht immer nur eine Altersfrage ist, auch eine Schicksalsfrage. Aber ich hoffe, dass es noch lange so weitergeht. Also wenn ich mir die Zwischenbemerkung erlauben darf, ich glaube, Hans-Jürgen würde uns das erlauben. Da sei mir doch die Frage gestattet, ich weiß von Landolf aus dem Gespräch, dass ihr, du hast es vorhin auch gesagt, dass ihr das Tagebuch gemeinsam, also das Rest-TLQ, dass ihr das Tagebuch von Matthias herausgebt. Und da kommt ja Hans-Jürgen auch vor. Ja. Martin, vielleicht kannst du dazu was sagen. Ja, er kommt in dem Tagebuch, kommt Hans-Jürgen Döring, also in den Seiten, die ich bearbeitet habe, noch nicht so stark vor, wie dann mehr in dem mittleren Teil. Also das waren ungefähr 3000 Seiten, ne, die wir uns anzugucken hatten bei diesem Online-Tagebuch. Landolf sagte 6000. 6000. Klingt besser. Ja, einigen wir uns auf 5000. Ja, also wie auch immer, ich habe nicht viel gezählt, aber es war, es ist eine ziemlich schwierige Arbeit gewesen, das auf den jetzigen Umfang von so ungefähr 200 Seiten zu reduzieren. Er kommt da also mehrfach vor. Ich will bloß anfügen, dieses TLQ wurde auf einer Reise gegründet, auf einer Reise nach Rheinland-Pfalz. Da waren wir vom Schriftstellerverband eingeladen. Das ging irgendwie über Landolf und einen bekannten Winzer. Und der Winzer hatte angeboten, dass wir dort lesen und dort übernachten. Und dann sind wir auf dem Rückweg bei der Hambacher Feste vorbeigefahren und haben in Hinblick auf Gisela Kraft, um sie zu ärgern, einen Männerbund gegründet. Also wir sind nicht nur vorbeigefahren, wir sind sogar hochgestiegen und dort haben wir dann der Flasche auch zugesprochen. Und haben der Flasche zugesprochen. Es war also, na gut, das haben wir nicht so ernst genommen. Aber was wir ernst genommen haben, war, dass wir Bibliotheken und Vereine unterstützen als TLQ, denen es an Geld fehlt. Und wo wir honorarfrei gelesen haben und die Eintrittsgelder dafür eingespielt haben. Wir haben der letzte Auftritt mit Matthias Biskupek war noch in Schmalkalden, in der Schokoladen, in der Nougat-Welt. In der Nougat-Welt sind wir aufgetreten und haben über 1.000 Euro eingespielt für einen schwerkranken kleinen Jungen, der einen besonderen Fahrstuhl brauchte. Also und das war unser Anliegen und es war sehr schön, wie wir aufeinander geachtet haben, dass jeder die ihm zustehende Zeit einhält. Was natürlich nie stattfand. Es gab Leute, die lasen. Also ich habe da nie drauf geachtet, ich habe immer länger gelesen. Bei dir waren wir das gewöhnt, aber auch andere. Aber wer drauf geachtet hat, war Matthias. Und wer noch weniger drauf geachtet hat, war Landolf, weil Landolf geriet ins Erzählen. Und das war dann auch immer das Heitere und hat nochmal die Leute aufgeschlossen, der aber Sache offen zu folgen. Du musst auch sagen, auch wenn das der kürzeste Teil war, wenn Hans-Jürgen aufgetreten ist, aber er hat das eigentlich kompakt und pointiert rübergebracht, ja, was wir mit unserem Geschwätz nie geschafft hätten. Ja, das stimmt. Frau Wolf, Hans-Jürgen Döring war als Landtagsabgeordneter und kulturpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag immer ein Anreger, Beförderer und Vermittler von Literatur und vor allem auch von bildender Kunst. Wirkte er dabei nur als Politiker oder hat das auch unmittelbar künstlerische Auswirkungen auf den Landtag gehabt? Das hatte es sehr wohl, wenn ich nur daran denke. Er hat damals diese Reihe kunstvoll im Gang
der SPD-Fraktion kunstvoll im Gang eingeführt, trotz großer Widerstände. Denn seine Abgeordneten der Fraktion, also ich will nicht sagen alle, aber die meisten, haben gesagt, müssen wir uns das jetzt auch noch antun, ob die Bilder da nun hängen oder nicht. Nein, er hat es durchgesetzt, er hat ein Budget dafür freimachen können und diese Künstler konnten ihre Bilder dort ausstellen. Es gab eine Laudatio von einem, der diesen Künstler kannte. Es gab eine Begrüßungsrede von Hans-Jürgen Döring und das Ganze in einem sehr, sehr schönen Rahmen. Und ich denke, da hat er doch einen sehr großen Beitrag auch geleistet, was bildende Kunst angeht. Denn für die Künstler war es wirklich etwas Tolles. Und wenn Gäste, Delegationen kamen, dann sahen die ja die Bilder. Und immer hatten wir dann so einen großen Aufsteller, der einführte in diese Bilder von dem Künstler. Und das hat schon Aufmerksamkeit gebracht. Und dann muss ich auch sagen, ja, er hat ja auch im Landtag häufig gelesen. Wir haben dann immer auch Künstler, also Musiker, dazu gebeten, ne, die wir meistens natürlich aus dem Eichsfeld genommen haben. Und die haben dann das umrahmt. Und ich kann mich erinnern, dass sich da auch ja, aus allen Parteien Leute gefunden haben, die zu diesen Veranstaltungen kamen. Nicht nur, wo er seine Gedichte vortrug, natürlich waren es die meisten. Und dann muss ich noch sagen, wenn es sehr große Konflikte im Landtag gab, und die gab es auch in der SPD-Fraktion, das kann nicht sein, dass alles nur harmonisch läuft, und es gab 99 da schon einen sehr großen Konflikt, als der Richard Davis da war und er sollte den Spitzenkandidaten, er sollte der Spitzenkandidat der SPD sein und auch Gerd Schucher, der sein Widerpart war, muss ich einfach so sagen. Und da hat Hans-Jürgen dieses Gedicht geschrieben, Big Things. Jetzt denken auch wir großflächig, mit gefalteten Händen, stumm nebeneinander im Strahlenkranz. Eigentum verpflichtet zu mehr Eigentum. Selbst in diesem fahlen Flur, von Ellenbogen zu Ellenbogen, lauter Luft. Das Gedicht hat er dann an sein Abgeordnetenzimmer draußen hingehangen. Etwa 2 Wochen später rief mich jemand aus dem Landtag an und sagt, Mechtel, du hast doch da auch Einfluss auf ihn. Er soll nun endlich das Gedicht abnehmen. Wir haben es verstanden. War doch gut. Ja, wenn super. Sie es verstanden haben, dann hat es lange genug gehangen. Aber das hat er eben auch gemacht, ne? dass er das dann eben in Gedichtform rüberbrachte, was ihm auf der Seele lag. Frau Lieberknecht, wie haben Sie das Interesse Hans-Jürgen Dörings für die Kunst und ihn als Kunstsammler erlebt? Haben Sie sich mit ihm jenseits der politischen Aufgaben und Erfordernisse über Literatur und bildende Kunst ausgetauscht? Wenn man die Abgeordneten im Thüringer Landtag sieht, sind einige dabei, die sich so im geisteswissenschaftlichen Bereich bewegen. Aber es sind wenige. Die meisten kommen von handfesten anderen Interessen her. Und in dieser geisteswissenschaftlichen, auch politischen Verbindung habe ich durchaus eine Nähe auch zu Hans-Jürgen Döring gehabt. Er hat mir eines seiner Bücher auch mit Widmungen sehr gerne vermacht, nämlich Theatrum Mundi mit seinen Gedichten. Er hat auch Lesungen im Landtag veranstaltet. Das war immer wirklich sehr, sehr eindrücklich. Und er hat sich tatsächlich für die ganz verschiedenen Bereiche von Kunst und Kultur interessiert, eingebracht. Er war ja auch kulturpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, also der Fraktion, der er angehörte. Und er hatte neben allem Eigenen, was er auch so zu Papier brachte, was er las, eine Leidenschaft, die im Laufe vor allen Dingen
so der letzten Jahre immer, immer deutlicher wurde. Und zwar er sammelte Grafiken mit einem einzigen Motiv. Und das ist bemerkenswert. Es war das Motiv der Geburt des Jesuskindes, also der Weihnachtsgeschichte. Und dieses Motiv betrachtete er als im Grunde die Geschichte für die Menschheit schlechthin. Also das elektrisierte ihn. Angefangen hat das Ganze 1998 oder 1999 durch einen Zufallskauf in Gotha in einem Antiquariat, wo er so einen ersten Stich oder eine erste Grafik von dieser Jesu-Geburtsgeschichte erstand. Und daraufhin hat er einfach diese Geschichte immer, immer weiter vertieft, mit einer ganz besonderen Nuance, oder es war eigentlich mehr als eine Nuance, sondern die Verbindung zwischen, wenn man so will, Himmel und Erde, nämlich Engel. Engel, die natürlich in der Weihnachtsgeschichte vorkommen, die aber sah im Leben für uns alle, für jeden Menschen, diese Verbindungsglieder sozusagen zwischen, ja, Himmel und Erde, Engel, die das Leben eines jeden Menschen begleiten, die ihm im Grunde alles waren. Er sprach einmal davon, Trostboten, Traumkünder, Augenöffner, Schlafhüter, man möchte hinzufügen, Sichtbarmacher, Hoffnungsträger, Friedensboten. Ja, auch Totenbegleiter und Augenschließer, das alles waren diese Engel für ihn. Das war im Grunde so auch, ja, eine Transzendenzerfahrung, die er damit verband, eine Transzendenz, wie sie eigentlich den Menschen immer eigen ist. Und er legte dann auch Wert darauf, in Ausstellungen, die er dazu auch veranstaltete, ein Stück mal zur Ruhe beizutragen, ein Stück zur Entschleunigung beizutragen, für sich selbst, aber eben auch für die anderen, für uns Menschen insgesamt. Und er hatte eine Botschaft, die gerade in dieser Zeit wieder so wichtig ist und nach der wir uns alle sehnen. Engel als Friedensboten. Friede, das war für ihn ganz wichtig. Friede, Würde des Menschen und das, ja, in der Begegnung mit Menschen, aber eben auch mit Engeln. Ja. Ich schlage vor, dass wir Hans-Jürgen Döring an dieser Stelle noch einmal zu Wort kommen lassen. Doch bevor wir ihn noch einmal hören mit drei Gedichten, wäre ich dir, Jens Fiete, dankbar, wenn du einen kleinen Auszug aus dem Text von Hans-Jürgen Döring in den Thüringer Stimmen, die du herausgegeben hast, lesen würdest für ihn. Das ist mein Buch, in dem ich 25 Thüringer Autoren gefragt habe, was denn dieses Land, dieses kleine Thüringen für sie bedeutet. Seine Antwort war folgendes Gedicht: Landeinwärts. Von den Ufern her landeinwärts, der Schritt, Spur im schweren Schnee. Da ist einer gekommen, ein Schatten im Nebel, der sucht seinen Weg. Durch den Auenwald stapft der Unterholz, ritzt ihm die Haut. Vorüber am kalten Nest, der Singdrossel. Kein Himmelslicht weist die Richtung, so trägt ihn sein Fuß über die Ebene weit hinab ins Tal. Eingeschneit liegt das Dorf. Da schlägt das Blut ihm gegen die Schläfen, er sieht in Fenster, er pocht an Türen, er spricht, es spricht sein Atem, lasst mich ein unter euer Dach, so wird meine Seele gesund. Und nun hören wir noch die drei Gedichte auf Kante, Sterben lernen und Referenz an Horvath von Hans-Jürgen Döring, die in unserer Audiobibliothek aufgehoben sind. Auf Kante. Unbeirrt unterlaufe ich die alten Rituale. Keine Ermattung mehr im horizontalen Nahkampf. Das Fremde des Textes zwischen die Lippen geklemmt, alle Worte durchstottern. Als koste es mein Leben. Sterben lernen. Als Gestrandeter ausharren müssen in der wachsenden Wüste unterm Pflaster. In meinem Schädel hämmert ein letzter Rest von Fügsamkeit. Selbst im Moment des Übergangs auf die andere Seite des Grabsteins ein Himmel, der blau bleibt.
Referenz an Horvath. In den verborgenen Wäldern die Fährtenleser stiften letzte Geborgenheit. Der Linie des Zweiges folgt das Auge des Meisters. Wenn der Mond kommt, geh hinaus in den Schnee. Landolf Scherzer erzählt nun zum Schluss, wie das TLQ einst von Tschechien nach Deutschland kam. Es ist für uns eine gute Tradition und es ist für uns auch noch eine Verpflichtung. Die Idee, die Hans-Jürgen damals mit uns auch entwickelt hat, die wir gemeinsam entwickelt haben, die Idee fortzuführen. Wir lesen also immer noch, jetzt nur noch wir drei. Matthias Biskupek ist gestorben, Hans-Jürgen Döring ist nicht mehr bei uns. Aber wir lesen jedes Mal noch ihre Gedichte oder ein Feuilleton oder etwas von den beiden mit vor. Also sie sind uns noch gegenwärtig. Und deswegen war es auch eine Verpflichtung, und nein, Verpflichtung ist das falsche Wort, es war einfach ein Bedürfnis, nachdem wir von 2008 bis 2009, also einige tausende Seiten Internet-Tagebuch von Matthias Biskupek gelesen haben und festgestellt haben, was dort für, wir haben es dann genannt, Worte ohne Verfallsdatum, welche wichtigen Dinge über Kultur und Literatur, Vergangenheit von Thüringen, von künstlerischen Auftritten und vielen anderen, alles war da drin in diesen Tagebüchern. Da haben wir gedacht, wir machen es. Wir suchen uns nicht die ganzen 6000 Seiten, sondern einfach vielleicht so, dass man 500 Seiten oder was bekommt oder 400 oder 300 oder 200 und geben das in ein Gedenkbüchlein für Matthias Biskupek heraus. Aber es ist auch ein Buch, wo Hans-Jürgen in meinem Vorwort, was nur 2 Seiten lang ist, aber in diesen 2 Seiten Vorwort zu dem Tagebuch von Matthias Biskupek kommt eben auch Hans-Jürgen mit vor. Und eine der Geschichten in diesem kurzen Vorwort, ich erinnere mich an unseren TLQ-Auftritt in České Budějovice. Damals tranken wir noch zu 5 unser Bier bei Haschek in dieser Kneipe. Auch mit unserem Lyriker Hans-Jürgen Döring. Bei der Autofahrt nach Hause schlief er schon nach den ersten Kilometern ein. Wahrscheinlich träumte er. Ein Engel kommt herein, spaziert. Ich höre sein weißes Rauschen, sein Hemd, das ist sehr fein verziert. Ich möchte es mit ihm tauschen. Wo geht es hier? Zum Himmelszelt. Ich kann nicht länger warten, bevor mein letzter Traum zerschellt im eingehegten Garten. Hans-Jürgen verschlief auch den Grenzübergang, wachte erst beim Halt an einem deutschen Rastplatz an der Autobahn auf, las verwundert dort die Werbungen für Waschen mit Dasch, Bratwurst nach Thüringer Art, den Hinweis Toilettenbenutzung 50 Cent und den Wunsch weiterhin gute Fahrt. Hans-Jürgen sagte staunend, dass die Tschechen hier alles schon auf Deutsch schreiben. Matthias: Hey, Hans-Jürgen, das haben die Tschechen nur gemacht, um unser TLQ auf dem Heimweg nach Deutschland die gebührende Ehre zu erweisen. Hans-Jürgen nickte und schlief weiter, aber ohne in Tschechien eine Bratwurst nach Thüringer Art probiert zu haben. Ja, Hans-Jürgen, wir rufen dir noch ein kräftiges Halleluja! Halleluja.
Sie hörten: Wenn der Mond kommt, geh hinaus in den Schnee. Eine Sendung zum 5. Todestag des Dichters Hans-Jürgen Döring. Es sprachen Christine Lieberknecht, Mechthild Wolf, Landolf Scherzer, Frank Willitsch, Jens Fietje-Dwars, Martin Straub, Christoph Schmitz-Scholemann. Moderation Jens Kirsten. Eine Produktion des Thüringer Literaturrates 2022.